Hallo und willkommen mal wieder zu einer Runde Team Fortress 2, was ich echt lange nicht gemacht habe. Ich musste gerade noch ein paar Einstellungen ändern, damit es nicht so ruckelt. Denn, wie vielleicht viele von euch wissen, ich habe nicht den besten PC. Und es ruckelt immer noch ein bisschen, aber das sollte eigentlich funktionieren. Ich werde dich mal ein bisschen heilen, ne? Ja, wäre gut. So, ja. Beste ist, mit meiner alten Grafikkarte hat es einfach überhaupt nicht geleckt, wenn ich aufgenommen habe. Mit 60 FPS und jetzt auf einmal mit meiner neuen Grafikkarte leckt es. Aber es könnte daran liegen, dass mein PC schon ein bisschen veraltet ist. Also im Sinne von lange nicht neu aufgesetzt und so. Und bestimmt meine Festplatte schon extrem langsam ist. Auf was ein scheiß Pyro. Ja, ich sterbe sowieso. Nee, du hast doch gut Leben. Feuer! Ich brenne aber. Ja, dann. Es geht aber nach Zeit weg. Ja, halt den Pyro mal hier oben. Den Pyro? Ja. Ach ja, da bin ich auch schon tot. Siehst du, was ich meine? Ja, da war noch ein extra Pyro hinter uns kam. Ja, das ist ja schön. Nein, dich will ich auch nicht sehen, dich auch nicht. Da, dich will ich sehen. Jupp. Hallo, du da hinten. Warte auf mich. Ich bin zu langsam. Ich bin doch nur Arzt. Gott, ich brauche mal eine neue Festplatte. Meine ist schon so alt, die ruckelt schon so übelst krass. Oh Gott, Scout. Pyro schon wieder. Der hat mich voll erschreckt, Mann. Voll der Wichser. Ich glaube, ich werde mal einen Spion nehmen. Wie wechselt man nochmal die Klasse? Mit Komma. Oder mit Punkt? Komma? Nee, mit Komma. Ja, mit Komma. Denn ich will jetzt einfach mal lustig sein. Moment, was muss ich noch machen? Ich muss das hier machen, ne? Mission endet in 10 Sekunden. Tarne mich als voll cool hier Scout. Die Runde ist eh gleich vorbei. Egal. Ja. Ihr habt versagt. Als Scout fällst du halt. Ja. Als Scout fällst du aber auch leichter auf, weil du halt keinen Doppelsprung hast und ein bisschen langsamer bist als die normalen Scouts. Deswegen ist immer am besten Tarn sowas wie Soldier, Demoman, Pyro. Oder Heavy. Nee, bei Heavy bist du ja ein bisschen zu schnell. Ich weiß. Siehst du auch in Rot? Jo. Perfekt. So, wenn so. Ich da jetzt schön ist. Ich nehme mal Sniper. Dich hier. So, einmal anwenden. Danke. Bin ich jetzt nämlich ein Demo-Man. Na, wo bist du? Unten. Ach, da bist du. Du bist Spy bei mir. Achso, bist du noch okay. Der Spy ist ja eigentlich extrem schwach, ne? Von Leben her, ja, aber der ist einer mit der stärksten Klassen, weil er gegen halt mit One-Hitten kann. Mit dem Messer, von hinten? Ja. Surprise Buttsex, da gibt es auch ein schönes Video zu. Hä? Es gibt so ein schönes Musikvideo, das heißt Surprise Buttsex. Oh, okay. Mission startet in 30 Sekunden. So. Ich muss, glaube ich, mal zu den Gegnern hinlaufen, weil sonst werden die gleich wissen, dass ich nicht der von denen bin, ne? Ja, dann würde ich aber, noch nicht unbedingt Gitano sofort einsetzen, weil, ja. Wie kann ich die denn wieder deaktivieren? Rechtsklick nochmal drücken. Echt? Mission startet in 10 Sekunden. Rechtsklick. Und rechtsklick aktivierst du sie nochmal, rechtsklick deaktiviert sie sich. Ah! Und ich kann sogar unsichtbar werden. Oder was? Fuck, ey, scheiß Sniper, ja. Und du hast halt eine bestimmte Anzahl, das ist ja diese grünen die blauen Balken da drauf. Krass. Okay. Ja, ich bin halt wie gesagt nicht so der Team Fortress Spieler eigentlich. Ich dafür umso mehr. Ja, respawn ich auch nochmal? Ja, dauert auch. Sieht ja auch mal in Zeit. Da, na endlich! Okay, ich will jetzt. So. Und. Mit Rechtsklick? Wirklich? Ja, mit Rechtsklick aktivierst du die Uhr, mit Rechtsklick deaktivierst du sie wieder. Ich mach mich eher unsichtbar mit Rechtsklick. Jetzt doch die Tarnuhr. Alarm, Eroberung unseres Kampfes. Ja, was machst du denn? Ja, wieso, wenn ich die Tarnung deaktiviere? Wirst du wieder sichtbar. Nee, dann werde ich unsichtbar, wenn ich rechtsklicke. Ja, und wenn du sie wieder du aktivierst sie mit Rechtsklick, du deaktivierst sie. Ich meine nicht diese Tarnung, ich meine die Tarnung im Sinne von verwandeln. Ach, in den anderen. Verkleidung. Ja, dann eben Verkleidung. Die mache ich die weg. Schnell mit B. Also, wenn du schlägst, geht sie wieder weg. Ach so. Ah. Aber du kannst ruhig dauerhaft beibehalten. Du,
Sniper ist nichts für mich. Nochmal ein Pyro. Wurde er denn nach dir dann platziert? Nein! Ich bin so doof! Ach ja, ich kann dieses Spiel einfach gar nicht, aber ihr könnt mir. Es gibt bestimmt Leute, die sich das so angucken wollen, wie ich am Failen bin. Hey, aber hey, du kannst Taylor auch nicht, wie Let's Plays auch. Hä? Du kannst Taylor auch nicht, wie Let's Plays auch. Wie? Der hat. Sollte so ein bisschen als beleidigend rüberkommen. Ach so, ja, stimmt. Halo kann ich nicht, hast recht. Und ich spiel's trotzdem. Ja. Na gut, ich versuch mich mal als Sniper. Es wurde Zeit hinzugefügt. Hihi, der hat ja noch so ein MG, welches aber sicherlich voll schwach ist. Es geht, es ist gut, wenn der Gegner im Nahkampf halt kommt. Wo ich entweder Nahkampfwaffe nehme oder MG. Ducken. Geht hier. Steuerung, ja. Warte mal eben. Funktioniert das? Was? Nein, ich dachte schon, ich könnte mit dem Controller spielen, aber das funktioniert bei Steam-Spielen, glaube ich, nicht, ne? Also, doch, bei Team Fortress funktioniert, du brauchst dafür aber einen speziellen Konsolenbefehl. Und den weiß ich leider nicht. Genau, das haben wir heute auch besprochen gehabt. Das soll aber noch eine total schwammige Steuerung sein. Also, ich sag mal, Bulletstorm und Singularity sind perfekt zu spielen mit dem Controller. Ja, das habe ich auch Bulletstorm inzwischen geholt. Läuft, musst du mal versuchen. Funktioniert mit Controller perfekt zu spielen. Also mit Xbox Controller. Mhm. Das ist richtig geil, muss man sagen. Scheiße, wieso bin ich schon wieder Sniper? Ich will das 2 spielen. Hä, was ist das denn? Ach so. Oh, ich dachte, ich muss Rechtsklick gedrückt halten, wenn ich snipen will. Also zielen. Und dann. Ach Gott, ich bin so schlecht. Warum bist du Pfeil und Bogen hier? Hab ich als Waffe ausgerüstet. Brauche ich nicht zielen direkt. Kann ich einfach durchspannen, irgendwo Pfeil und kann schießen. Oh Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Boah, steht mir doch nicht alle im Weg rum, Leute. Wo stehst du eigentlich? Hier oben. Hier oben ist gut. Ja, guck doch einfach. Ja. Ich hab ja auch nichts Besseres zu tun, um den Gegner zu töten, ne? Scheiße. Ich bin jetzt gerade als generischer Heavy verkleidet, obwohl ich Soldat bin. Hä? Du kannst dich als Soldat verkleiden? Ja. Okay, ich muss mir unbedingt einen Heavy suchen. Weil dann kann ich nämlich wieder als Arzt punkten. Heavy und Arzt ist so die geilste Kombi eigentlich. Okay, das ist scheiße da. Die haben ein ganzes Lager drin gebaut in einem kleinen Haus. Alarm, Eroberung unseres. Was bist du Arzt? Dann nehme ich jetzt Heavy. Muss ich eine andere Waffe nehmen. Messing-Monster kommt. Ne, hier gibt's schon einen. Hier gibt's schon einen Heavy, den ich jetzt helfen kann. Okay. Kannst ruhig was anderes nehmen. Okay. Und zwar Experiment T. Dem helfe ich jetzt. Ich überlege gerade, nachdem ich jetzt Fulcher. In meinem geilen Hut. Überladung funktioniert wie? Mit Rechtsklick, ne? Ja. Aber nur wenn du 100% hast. Und ja, schon klar. Und? Was? Am besten lohnt sich halt die Überladung auch nur bei Leuten, die auch eine Menge Gegner Schaden zufügen können. Heavy. Zum Beispiel. Oder Soldier. Demo. Ja, aber wenn man es doch hat, kann man es auch einsetzen, egal wen man nun beschützt, sag ich mal. Aber es hat weniger Sinn, zum Beispiel bei, wie heißen die jetzt alle hier? Bei Spy hat es zum Beispiel kaum Sinn, bei Sniper hat es kaum Sinn, außer die sind halt mitten im Kampf. Unser Demo-Man hier ist auch genial. Warum? Der ist gerade mitten im Kampf reingegangen. Also mitten so mit seinem Schwert einfach reingegangen. Na toll, ich bin tot und Spy hat mich getötet. Trolli, sie wurden getötet von Trolli. Na Troll. Boah, so ein Wichser. Musste ja kommen. Wo bist denn du jetzt? Ich bin gerade hier unten. Jetzt sag ich auch schon hier unten. Da. Ich will in der Ego-Perspektive dich beobachten. Leertaste. Ah. Was hast du da in der Hand? Voll der fette Raketenwerfer, Junge. Das ist so normal Standard-Raketenwerfer. Ich dachte, du spielst nicht so gerne Heavy. Ich bin Soldier. Ach so. Ah. Bom, bom, bom. Sniper. Wieso ist der jetzt auf einmal tot, der Heavy? Den ich eigentlich beschützen wollte. Ich nehme jetzt mal nicht das Snoop-Sniper.
Ich wollte gerade ein Heavy mit Spritzen töten. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, das geht, aber es dauert lange. Und der Heavy muss ziemlich blöd sein. Ja, muss er. Du hast nur noch halbe Leben, ne? Jetzt wieder voll. Ja. Nicht voll, aber... gemeuchelt. Naja, immerhin wird's den Leuten nicht langweilig, wenn sie sehen, wie ich faile. Ja, passt schon. Oh fuck, ja, schon, wir kommen nicht mehr raus auf jeden Fall. Warum? Der letzte Punkt, weil die haben eine ganze Geschützturm vorne aufgebaut. Na toll. Haben wir einen Spy? Wer kann den wegmachen? Nicht. Spy am besten, weil das mache ich jetzt cool. Der kann nämlich mit dem seinem Zepper Gebäude kaputt machen. Ach, wird eh nix, weil da schon wieder so viele andere Gegner noch sind. Putties. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so buggy. Schaffst du's? Ich weiß nicht, die haben dich schon, die kommen immer näher mit ihrem Scheiß. Komm schon, nicht entdeckt haben, soll mich nicht entdeckt haben. Ja, wie geil! Ich heiße genauso wie der andere und er hat mich nicht entdeckt. Scheiße. Wie, du heißt genauso wie der andere? Wenn man sich verkleidet, heißt man ja so wie ein Gegner. Ja. Und ich hieß halt genauso wie der Typ vor mir. Und der hat mich trotzdem nicht erkannt. Der Sniper hat mich gekillt. Hast du die Scheintoduhr zufällig? Was? Geh mal auf M. Ja? Dann geh mal auf deine Uhr, klick mal drauf. Ja, wie auf M? Drück mal die Taste M. Einfach M drücken. Ja, hab ich. Hast du da unten jetzt, du hast jetzt Anzeigen da. Mit Waffen drin und so alles, ne? Unsichtbarkeitsuhr. Genau, klick da mal drauf. Ja. Hast du noch eine andere Uhr? Nö. Nee, dann kannst du vergessen, dann kannst du wieder zurückgehen. Wieder auf die Unsichtbarkeitsuhr drücken und dann auf Moment. Zurück und ja, weiter zurück und dann bist du wieder im Spiel. Oder einfach Escape drücken, dann ist man sofort wieder im Spiel. Ja, oder das. Ja, wir sind am Weg zum selben Team wieder. Naja, das ist immerhin etwas. Soll ich müsste ich dich nämlich töten. Guck das mal an. Soll ich Gift, ey, nee. Einfach mal übersprayen. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich warte darauf, dass das Spiel beginnt. Ach, da bist du. Ich hab dich gerade irgendwo gesagt. Da, hier Medic. Da. Ich bereite schon mal Überladung vor. Geil ist ja auch so ein Spy, dass der so ein... wenn er eine Verkleidung anhat, dass er dann so eine Maske aufhat, wo dann das Bild ist von dem, was er darstellt. Der Gegner sieht mich halt als einer von ihm. Oh, Black. Kennst du schon die Spycrab? Nein. Moment, ob das geht? Kennst du die Mind Turtle? Nein. Hallo! Was? Kennst du dich? Von nee. ASDF Movie 5, die Mind Turtle. Ah, doch, ja, doch, klar. So. Hallo! Verdammt, ich bin erst bei 87%. Ja, dann halte ich erstmal zurück, ja, am besten hier das. Komm mal zurück und geh am besten dieses Teil im Schrank. Kannst dich mal wieder heilen. Überladung. Ey, diesmal haben die nicht so gut aufgestellt. Diesmal haben die doch, darum haben diese Sentry stehen. Die gehört aber mir. Warum verliert eigentlich immer das Team, in dem ich bin? Ach, diesmal sieht gar nicht so aus. Bringt es was, wenn zwei Medics einen Heavy heilen, oder ist das dann nicht doppelt so? Nur gut? Wenn der eine Heavy, nur wenn der eine Medic eine Kritik hat. Das ist ein, hast du hart, aber glaube ich keiner von uns beiden, deswegen. Also bringt eigentlich gar nichts, wir können ruhig ein, zwei verschiedene heilen. Ja, ich habe den hier schon vorher geheilt, den Toaster. Ich heile ja schon die ganze Zeit den Toaster. Boah, leckt das gerade bei mir. Ich hasse es, wenn ich mit Fraps aufnehme. Aber naja, kann man nichts machen. Was tue ich nicht alles für euch, ne? Leute. Ich bin jetzt bei. Heil mich mal hier, Medic. Los. Hey, perfekt. Scheiße, er ist 55% Überladung. Du kannst weggehen, Medic. Ich bin hier. Verpiss dich doch. Tot. Kleine Kinder am Chat. Ja, geschafft. Allein eingenommen den Punkt zum Schluss noch. Du bist halt gut, Beo. Im Gegenteil zu mir.
Komm, das müssen wir doch schaffen, hier den einzunehmen. Ich meine, mit einem Heavy dabei, das kann doch nicht schlecht werden. Naja, der Heavy ist hart, was für die Demo stark, dafür ist er ziemlich langsam. Und er ist auch ungenau mit seiner Minigun. Wie konnte mich ein Pyro aus der Entfernung töten? Mit seinem Flare Gun, das ist so ein. Kennst du bestimmt so ein Signalpistol? Ja. So hat er halt auch eine Waffe, als Waffe. Okay. Hahaha, schön NG erstochen. MG? NG. E-N-G-Y-G, also E-N-G-I. Und was soll das sein? Ein Engineer. Für Engineer, genau. Ja, so blöd bin ich dann doch nicht. Das konnte ich mir dann doch schon denken. An einen Spy erstochen. Kiko, shit. Oh Gott, hör mir auf. Fame-Hure. Okay, Kiko, das ist echt. Shit. Wir kommen gerade ziemlich gut rein. Aber die haben da eine Sentry? Ich weiß nicht, wie viel haben die da drin? Ich weiß gar nicht, ob es das gerade bringt, was ich mache. Ich heile gerade die ganze Zeit einen Soldier. Klar, Soldier bringt immer was. Soldier heilen, Daemonman heilen und Heavy eigentlich auch immer. Das sind eigentlich nur Sachen, die meisten immer was bringen. Toll, und jetzt hing ich in der Ecke fest und wurde getötet. Geil. Ja, Leute, ich bin ziemlich langweilig, weil ich die ganze Zeit nur mit dem Medic spiele. Deswegen werde ich jetzt mal wechseln und... Soldier. Ja, richtig. Weil das mit ist halt was für... Das ist so quasi Standard. Macht gut Schaden, teilt aber kann auch gut viel einstecken. Kann man nicht irgendwie sprinten? Leider nicht. Hä, hey, du bist gerade. Hä, hey, ich hab's gerade jemand für dich verkleidet. Echt? Ja. Woher weißt du das? Weil da vor mir Wayne im Let's Play als Engineer aufgetaucht ist. Ja, das bin ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Mann, bin ich gut, ey. Ich bin der beste Team Fortress Spieler überhaupt. Immer den normalen Weg lang, am meisten noch den Pfeilen lang. Ich glaube, da bin ich zu blöd für. Ach, du bist gerade falsch, ja, komm zurück. Hab ich hier gerade oben, hier, ne? Ja, komm hier lang. Bist du der? Ja, der Spy. Der Franzose. Der Franzose? Warum Franzose? Weil Spy Franzose ist. Okay. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Heavy ist auch Russe. Ja, Heavy ist Russe. Der Soldier ist Amerikaner. Der Demoman ist Schotte. Der Medic ist Deutscher. Ja. Was das Geilste überhaupt ist. I'm Supermensch. Oder was er auch also sagt. Der ist, der Scout ist aus hier, wie heißt dieses Land? Der Staat hier von Amerika. Boston. Also auch Amerikaner. Wer? Der Scout. Ja. Dann gibt's noch, der Sniper aus Australien. Woher weiß man, dass der Sniper Australien ist? Es gibt bei Team Fortress so einen Wiki, also so einen Team Fortress Wiki, wo alles erklärt wird. Achso. Aber das erklärt man auch, weil der halt ziemlich die australischen Sachen macht, wie Krokodilrüstung hat er zum Beispiel auch. Na denn. Und der Engineer ist aus Texas. Was bestimmt auch ziemlich lustig ist. Ja. So, den muss ich mir schnappen da vorne. Haha, ich hab Trollsor getrollt. Wen? Trollsor. Also. Ich treffe ja gar nichts, was ist das denn? Bleib stehen! Du kannst nicht, kannst auch dir auf den Boden direkt voll hinschießen. Ja, auch schon, mit normalen Raketenwerfer. Versuche ich die ganze Zeit, klappt nur irgendwie nicht, weil ich irgendwie zu langsam bin. Du kannst auch Raketensprünge ausführen, ne? Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen. Irgendwie so. Geduckt springen und dann raketisch feuern halt. Am besten hinter dir oder so. Geh doch vor dir, wenn du dich bewegst. Entschuldigung. Das war gut. Auch wenn mir das ziemlich viel Leben abgezogen hat. Da komme ich nicht rein. Boah, nicht dieser Pömpel, Alter. Ich hasse die Pömpelwaffe. Jeder Team-Fortspieler weiß, was ich mit Pömpelwaffe meine. Echt? Ich weiß es nicht. Das ist dieser Flammenwerfer von Pyro, dieser Space-Flammenwerfer. Ich kenne ihn nicht. Ja, du wirst ihn aber kennen, sobald du ihn siehst. Weil das einfach so überpowert. Mann, ich sterbe hier echt im Sekundentakt. Ich kann mir noch diese Überladung. Kann ich mir die Überladung von dem Medic holen? Mal gucken. Keine Ahnung. Scheiße, hat mich gesehen. Der ist tot. Und weg. Ja, geil. Der Medic hat mich noch geheilt. Also der feindliche Medic. Warum? Junge! Hat er mich gerade abgefuckt. Ich hasse diese Half-Life-Sounds. Diese Waffenwechsel-Sounds und sowas. Oh, dieses.
da man so Leben aufsammelt oder so. Ja, das stimmt. Komische Gepiepe da. Kann ich nie ab, ich weiß nicht warum. Half-Life 2, mag ein geiles Spiel sein, aber ich hasse einfach diese komischen Source. Half-Life, Counter-Strike, Source, was weiß ich, Sounds. Ich glaube... Ja, ich bin schon wieder verkackt. Aber ist ja nicht so schlimm. Oh, 20 Minuten schon aufgenommen, ey. Krass, das wird wieder als ein Part hochgeladen. Ja, würde ich auch empfehlen, am besten. Ja, ich sag mal, wenn wir eine Stunde aufgenommen haben, dann könnten wir danach doch mal wieder versuchen. Anniversary, ne? Oder hast keinen Bock? Ja, doch. Können wir machen. Haben lange nicht mehr gespielt. Halt wieder aus der Steuerung raus. Ist ja egal, wir müssen eh das Level nachspielen. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt so hier zum Erklären irgendwie was ist. Ja, kann man nebenbei noch machen. Hä? Können wir doch nebenbei noch machen, weil es ja eh nur eigentlich nur ablosen und so ist. Stimmt eigentlich. Ja, ich versuch's euch einfach mal zu erklären. Es war so, ich hatte wirklich extreme Internetprobleme bei mir bei Xbox Live. Ich hatte alle 10 Minuten circa ein Disconnect. Und dadurch ist es dann immer der Fortschritt von Anniversary weg gewesen. Das heißt, ich habe gezockt bei Anniversary. Und nach 10 Minuten Disconnect und dann ist er einfach aus dem Spiel, wurde man dann rausgeworfen und das war's dann. Ende, mussten neu spielen das Level. Deswegen halt auch im letzten Part von Anniversary, den ich hochgeladen habe, sagen wir ja am Ende, gleich geht's weiter. Und genau in dem Moment hatten wir dann ein Disconnect und war somit dann verloren. Also war dann wieder alles weg gewesen, was wir bis dato geschafft hatten. Und dann haben wir uns jetzt überlegt, es ganz einfach zu machen. Wir machen es so, dass wir das jetzt auf Easy weiterspielen. Also auf Easy das Level beenden und dann halt wieder auf Hard stellen, so wie wir es halt damals auch schon gemacht haben. Legendär, ja. Genau, dass wir dann auf Legendär weiterspielen, weil wir ja damals bei Keys hatten wir es ja genauso gemacht, weil es ist einfach grottig scheiße geregelt. Es ist einfach scheiße, genau. Es ist einfach scheiße bei Anniversary, dass man nicht irgendwie einen alten Spielstand wieder laden kann oder einen alten Kontrollpunkt, nur weil irgendwie man Disconnect hatte. Also das ist wirklich... Das kotzt einfach an. Das nimmt man alleine weiterspielt wenigstens. Oder sowas. Weiß ich nicht. Es kotzt einfach an. Es macht dann keinen Spaß, wenn irgendwie sowas ist und deswegen... Och, komm schon! Wir machen das auch nochmal das Sentry. Wir machen es so. Wir werden auf leicht das Level einfach nochmal spielen. Und danach mal gucken. Ja, aber auf leicht wird es ja kein Problem sein. Auf leicht wird es kein Problem sein, aber wenn wir dann wieder währenddessen Disconnect haben, dann können wir das Spiel nicht zu Ende spielen, dann ist es unmöglich. Ja, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wo wir bei Halo 3 stehen geblieben sind. Da waren wir gerade bei der Sturm, das weiß ich auswendig, weil diese Stelle hat so sehr geleckt, da haben wir gesagt, ach, kein Bock mehr, nee. Der Sturm, wir hatten den Sturm sogar fast geschafft, da hat es so geleckt gehabt, da konnten wir auch den Arm noch nicht mehr benutzen. Ich weiß die Stelle auch hundertprozentig, ich weiß nicht, warum ich es noch auswendig weiß, aber... Ah, ich glaube, ich weiß es auch noch, wo man dann sich zwar die ganze Zeit normal drehen konnte, aber nicht laufen, ne? Man konnte sich die ganze Zeit nur so auf der Stelle drehen, so komisch. Ja, das weiß ich auch noch. Oh, leck mich doch am Sack! Oh, dieser Angie, Alter, wie dumm ist der Pisser? Der klaut mir jetzt ein Medikit, obwohl ich noch 10 Leben habe, ey, und er hat wahrscheinlich nur 10 Leben verloren. Oh, Pisser, Alter. Ja, ich wollte schon sagen, das muss jetzt wieder, ey. Ganz ehrlich. Medic. Bist du? Hm? Bist du gerade Medic? Warum, ne? Soll ich? Ja, wäre gut, weil ich brauche gerade echt sehr viel Leben hier. Ich bin gerade hinter den feindlichen Linien. Wo bist du denn? Im feindlichen Lager drin. Wow, das ist aussagekräftig. Ich bin unterwegs. Blub, 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 blub. Ach gut, ich habe die eine Sentry Gun ausgeschaltet, fehlt noch die andere. Sanitäter. Wo bist du gerade? Geht nicht auf den Sack, was? Wo bist du gerade? Hier. Ich such dich gerade. Im feindlichen Lager. Aber gut, dann musst du rechts. Lager. Ja, dann musst du rechts lang gehen. Dann bist du da, wo ich lang war. Aber warte noch kurz, weil ich muss erst zu dir hingehen. Da bist du schon. Gut, ja, komm mit, dann müssen wir Hallo. Jetzt rechts lang. Schöner Papagei. Danke. Ich wollte dich nochmal umfärben oder so. Papagei umfärben, Alter. Tierquäler. In Gold oder so. Was? Scheiß Tierquäler. Nee, geh zurück. Da ist eine Sentry. So, wir können es so machen, wir warten jetzt, bis deine Überladung voll ist und werden uns lang Gegner ab. Ja. Können wir so machen. Plötzlich über Sprengfallen.
Was war das denn jetzt? Ja, er hat mich mit seinem Baseballschläger kaputt K.O. gehauen erstmal. Ich versteck mich einfach mal hier und drück die ganze Zeit auf dich, ne? Ja, wäre gut, weil gleich kommen ein paar Gegner reingestürmt. Oh, leck, 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 leck. Und sterben höchstwahrscheinlich an meinen Sprengfallen erstmal. Sobald wir das fertig haben, kannst du nicht mal reingucken. Hier vorne stehen zwei Sentries, da hinten steht eine Sentry. Okay, wir sprinten gleich rein, ne? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Scheiße, ist tot. Ja, ich hab's schon gesagt. Aber egal, wenn ich respawne, du wartest einfach da, ich komm dann. Ja, dann müssen wir eine Überladung wieder neu aufladen. Das ist immer das Nachteil. Ja, ich weiß. Ich kann ja auf dem Weg, wenn ich auf dem Weg jemanden habe, den ich heilen kann, ja, den hier. Ich kann meine Überladung einfach schon hier aufladen. Ja. Im Lager. Gesehen? Ich sehe nichts, ne? Ja, wieso? Stimmt. Weil der war gerade noch Medic und in dem Moment von der Seite, wo ich die Haftbomben befestigt habe. Und der Demo-Marine rennt vorbei und der Medic hinterher und rennt genau rein. Ich glaube, meine Zuschauer haben das jetzt verstanden, ich aber nicht. Halt, ich kann meinen Haftbomben halt hochjagen mit der rechten Taste, die ich platziere. Und da ist ein Medic an mir vorbei in dem Moment an mir vorbei. Wollte mich angreifen und ein Medic hinter ihm her. Und beim Medic habe ich die gezündet. Ich mach gerade die Überladung schon mal fertig hier im Lager. Ja, wäre gut. Hier ist so ein Typ, der steht ja einfach nur dumm rum im Lager. Und ja, das sind diese paar Leute immer. Genau, an dem werde ich jetzt hier mal so ein bisschen... Ja gut, wir haben... Ach scheiße, nur Notarzt. Notarzt bringt nicht sehr viel. Doch, warte mal, Notarzt, heil mich doch mal. Danke. Notarzt bringt leider kein Übercharge. 70%. Ach Leute, das ist so langweilig für euch. Das tut mir so leid, aber ihr müsst es euch ja nicht angucken. Schaltet jetzt bitte aus, wenn euch dieses Video zu langweilig ist. Und wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, dann schreibt einfach mal Pupskopf in die Kommentare. Einfach Pupskopf. Wie mich dieser Quickfix einfach aufregt. So, ich bin jetzt bei 95% und ich komme jetzt zu dir, ne? Jo, brauchst du nicht, weil ich gerade gestorben bin. Ich komme gerade hinter dir irgendwo, wahrscheinlich. Okay. Ja, da bist du, ich seh dich. Alles klar. So, ich sag dir mal nicht, wann du sie aktivieren musst. Okay. Oder am besten einfach, wenn du wenig Leben hast oder ich wenig Leben oder wenn ich reingehe. Sag einfach Bescheid. Okay. Mission endet in 60 Sekunden. Jo, das wird wahrscheinlich sogar letzter Angriff auch. Ui. Okay, aktivier. Wo bist du? Hier. Ja, das müssen wir erwarten, dass deren Aktivierung weg ist, weil... Aber ich habe unsere später aktiviert, das heißt, es wird eine halbe Sekunde. Ja, das wird scheiße, weil ich glaube, es kackt trotzdem, weil... Oh gut, wir haben noch einen Heavy auf unserer Seite, da uns. Den heil ich mal, ne? Jo, mach das. Lass mich jetzt mal so... Genau. Pass auf, das ist ein Dämon. Mission endet in 30 Sekunden. Oh. Das war doof. Nein, der Heavy hat mich mit dem Feuer angesteckt. Nee, das war hinter euch ein Demo. Hinter euch ein Pyro gewesen. Der hat dich angesteckt. Wow. Der Heavy kann ihn nicht anstecken. Achso, ich dachte schon, wenn er mich berührt, dass ich dann auch brenne. Nee, so logisch ist es doch nicht. Ich nehme mal einen Pyro. Ja, das ist vorbei. Da hilft nur noch eins. Leroy Jenkins. Third-Person-View. Ja, das heißt, wenn man verliert. Oder wenn man... Nee, wenn man gewinnt, normal. Oktoberfest! Bringt es irgendwas, wenn man da noch gewinnt? Wenn man da noch flieht oder so? Nö. Oh, jetzt kommt ein Video, was ist das denn? Ja, das ist keine Ahnung, kann weglegen vom Server dann aber. Irgendwie Spendenaufforderung oder sowas. Material. Wollen wir einen anderen Server gehen? Mir egal, können wir machen. Denn... Mission startet in 60 Sekunden. Ich folge dir einfach, ne? Du wolltest ja mal so eine Achterbahn, Anführungsstrichen. Zeig ich jetzt mal einen Mario Kart Server. Zeig mir mal einen Mario Kart Server. Wie kann ich dir followen? Einfach wieder meins aufmachen und rechtsklicken und folgen. Ich werde jetzt bestimmt nicht rausgehen aus dem Team Fortress. Nee, einfach Tabulator, Tab und Shift oben. Also Shift normal und Tab. Tab und Shift gleichzeitig. Achso. Dann suchst du alle Freunde oder wenn du ein Chatfenster noch offen hast, rechtsklick und. Ja, ja, ich sehe es schon. Ja, 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 hier, da habe ich irgendwas. Ich glaube, das wird sogar alles gerade mit aufgenommen, was man hier sieht. Boah, ist ja egal. Können die mich retten? Was muss ich denn jetzt hier machen? Rechtsklick auf meinen Namen halt und zum Spiel folgen oder Spiel beitreten. Bist du schon in einem anderen Server? Ja. Oh, wie komme ich jetzt hier auch wieder mit Shift und Tab oder was? Yep. Ja. Nicht mehr, also nein, will ich nicht. Ich will nicht zu Favoriten hinzufügen. Ich kann gerade gar nicht auf Nein klicken, ja toll. Ja, bla.
bla 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 Das Video? Wenn du trinkst, die Flasche absetzt und dir voll die Kohlensäure in die Nase, weil du auf die Flasche drauf drückst. Oh ja. Bruh, ekelhaft. Na, du hast die Anspielung wohl gerade nicht verstanden. Dieses Video ist ekelhaft. Das habe ich schon gehört. Achso, okay. Lustig, bei der Map starten wir in einem Auto. In deinem Auto oder in einem Kart? Also, nee, in einem Auto, also in so einem Katzenbus. Kennst du Totoros Reise ins Zauberland? Nee, mein Nachbar Totoro. Was für ein Zauberland? Dieser Anime da. Dieser Kinder-Anime, dieser mein Nachbar Totoro. Keine Ahnung. Nö, ja, nicht. Nee, dann ist es egal, dann kennst du es nicht, die Katze. Auf jeden Fall ist es halt. Downloading Materials. Warum dauert das so lange? Weil das eine ziemlich neue, also eine ziemlich aufwandreiche Map ist, weil da alles neu eingemacht wurde. Da wirst du ja gleich sehen. Na toll. Gibt's überhaupt noch Server, die nicht VAC gesichert sind? Was ist überhaupt VAC? VAC ist das Anti-Cheat-Programm von Valve. Das ist halt sowas wie, ja, halt andere Cheat-Programme bei anderen Spielen. Ich kenne keine Cheat-Programme, ich weiß nur, dass VAC irgendwie so klingt. VAC, Valve ist Anti-Cheat. Ja, ich glaube, sowas heißt das wirklich. Nein, ich will den Server nicht markieren. Warum geht dieses Fenster nicht weg? Jetzt werde ich gerade zum Handeln Ja, Leute, ich kann gerade irgendwie nichts machen, warum auch immer. Ja, wenn jetzt wirklich keine Rückmeldung ist und die Aufnahme damit beendet ist, dann würde ich sagen, machen wir lieber Halo, weil ich habe keinen Bock, dass ich jetzt nochmal neu die Aufnahme starten muss. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann nicht auf dieses Nein hier klicken, bei als Favorit markieren. Ich kann überhaupt nicht mehr klicken. Ich kann gar nichts machen. Hier, ich kann klicken, wie ich will. Da. Ich kann klicken, wo ich will und was ich will. Ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme noch läuft. Hängt irgendwie auf 23 FPS. Ne, ist vorbei. Alles klar. Ich sag mal, ich beende hier einfach mal die Aufnahme. Sollen wir uns dann in Halo später mal wieder machen? Jetzt sofort? Okay. Ich beende einfach mal. Auch wenn die Aufnahme sicherlich schon längst beendet war. Ja, wenigstens lief Outer City noch mit.